So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Die letzte Aufnahme war synchron. Ich hoffe, die hier ist es auch. Ich habe es gerade wieder kontrolliert. Mehr kann ich leider nicht. Oh, wait, ich habe hier den Ton noch an von der Kontrolle. Ja, das war nix. Ah, ich kann es halt leider nicht für jede Aufnahme garantieren. Was ich jetzt aber tun werde und wieder tun kann und wieder tun werde, so rum ist es richtig, ist, dass ich jede Aufnahme einzeln kontrolliere, sodass es halt dann maximal einen Part lang vielleicht passiert und keine ganze Aufnahmesession mehr. So, das wäre das, was ich tun kann. So, wenn wir jetzt hier keinen Quatsch machen, dann haben wir es gleich. Dann haben wir gleich den Midway Point erreicht. Der einzige Quatsch, den ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich den nicht ordentlich gestoppt bekomme. So zum Beispiel. Wieder vor Midway Point gestorben. Man kennt es. Okay, come on. So, komm her. Nein! Das sind drei Blöcke und ich verfehle sie. Was soll das denn? Das war knapp. Ich wollte gerade sagen, der Sprung könnte knapp werden. Und der Sprung war nicht knapp. Der Sprung war einfach Mist. Ich würde jetzt halt gern schon mal zum Midway Point kommen, weil das haben wir alle schon gesehen. Ich würde gern jetzt neuen Content haben. Aber es liegt nur an mir, ob wir neuen Content bekommen oder nicht. Es liegt nur an mir. Es wäre halt auch schön, nicht da zu scheitern, was man... Oh mein Gott! Was man schon mal geschafft hat. Das wäre schön. Das Problem ist halt, wir wissen nicht, wie hart... Nein! Wie hart dieses Level noch wird. Das macht natürlich ein Problem. Wow! Das war die falsche Richtung. So. Wenn wir jetzt endlich mal wieder den Sprung hier schaffen würden. Das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich das nicht hochheben. Mann. Ah. Das ist doch nicht so wild bisher. Können wir nicht hier schon Zeit verschwenden, bitte? Können wir das bitte einfach schaffen?
So. Kein Quatsch hier machen. So. Jetzt das einfach richtig stoppen. Ah! Das ist... Ich könnte ja sogar mich dann treffen lassen. Es wäre ja nicht mal schlimm. Nachdem ich den On-Off nochmal getroffen habe, könnte ich mich ja treffen lassen. Das wäre nicht so schlimm. Das wäre okay. Ich muss nur den On-Off noch einmal treffen danach. Das ist alles. Das ist alles. Und dafür bin ich leider... Nein! Noch zu unfähig. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Oh, oh mein Gott. Ich dachte, das wird's wieder nicht. Okay, sehr schön. Möglichst schnell! Das war ein bisschen zu schnell. Jetzt kriege ich den zwar hier auf und kriege jetzt auch gestoppt, aber ich kann ihn leider nicht hochheben, weil wir in SMB1 sind. Das heißt, es nützt mir nichts. Ach, ärgerlich, ey. Wirklich, wirklich ärgerlich. Nein! Ich sehe noch nicht so richtig das richtige Timing. So, ich... Wenn ich den nur von dem Beetle auswerfe, wird es nicht reichen. Ich muss vorher springen. Werfe ich ihn, wenn ich ganz weit oben bin? Werfe ich ihn, wenn ich ganz weit unten bin? Wann werfe ich den am besten? Ah, Mann. Ja, so, aber... Wie habe ich das jetzt gemacht? So, dass ich krieg's nicht reproduziert jedes Mal. Okay, können wir den jetzt stoppen? Was war das denn? Ich habe ihn auf irgendeine Art und Weise ja berührt, aber ich habe ihn nicht hochgehoben. Aber irgendwas habe ich gemacht damit, weil es hat ein Geräusch gegeben. Aber es war nicht das, was ich wollte. Na. Okay. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. So. Also ich werfe ihn am besten schon, bevor ich unten... Also bevor ich irgendwie... So, irgendwie mittig. Stopp ihn! Yes! Ah, oh, wir haben den Checkpoint. 10 Minuten. Naja, 8 Minuten. Okay. What now? Ja, das war nix. Aber ist egal, denn... Alles in Ordnung soweit. Uff. So, gleich mal stoppen. Ja, das war nix. Ich kann nicht mal weiter gucken. Okay. Ah, ich sehe schon, das wird... Oh, das wird nochmal richtig... Oh, das wird jetzt nochmal richtig anstrengend. Ich muss den da unten dann gleich wieder mitnehmen. Oh mein Gott. Also ich pfeffer den hier rein. Oh, weia. Dann pfeffer ich den da dagegen. Uff, dann bin ich erstmal salzig. Okay. Nee, Quatsch, der geht ja kaputt. Ich kann den gar nicht nutzen. Ich muss den hier nutzen. Oh boy, ich muss den hier nutzen, okay. Und wenn ich den in der Hand habe, muss ich den hier am besten losschicken. Wobei er dann wahrscheinlich durch das Springboard, weiß ich gar nicht, ob er dann zu weit fliegt. Wahrscheinlich so und dann hier schnell rüber. Okay. Okay, okay, okay. Uff.
Aber der geht ja kaputt. Es ist also gar nicht so schlimm, wie ich es gedacht. Oh, das hat gedauert. Ich habe mich schon gewundert, wann ich jetzt endlich sterbe. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis die Wand kam. Okay. Hallo. Würdest du... Jetzt kam die Wand sofort. Auch interessant. Wie habe ich das denn gerade gemacht, dass der so weit gegangen ist? So, also das ist nicht das Problem. Dann muss ich den... Oh, wie... Da muss ich schneller. Entweder ich muss schneller? Was mache ich da noch falsch? Ich würde vermuten, ich muss schneller sein. Aber da es scrollt, kann ich gar nicht so viel schneller sein. Nein, never mind. Kann ich eigentlich schon. Ah, dann rutscht der wieder ab da. Eieiei. Und ich krieg nach der Röhre ja garantiert nicht den nächsten Checkpoint. Das ist ja gerade das Tier einer gewesen. Das heißt, wir müssen das hier immer wieder machen. Puh. Oh mein Gott, und ich kann nicht mehr neu starten. Wenn ich jetzt Neustart drücke, bin ich am Anfang. Das heißt, wir müssen jedes Mal die Sterbesequenz angucken. Okay. So, ich habe ja hier Zeit. Gut. Also gut, das ist nicht das Problem. Was jetzt? Was? Wie war das denn gedacht? Das ging viel zu schnell. Für meine Reaktionsgeschwindigkeit. Nein! Okay, das sollte ich nicht machen. Ich sollte wirklich hinterher auf ihn draufspringen. Das macht es nur sehr unangenehm. Vom Steuern her. Oh, man. Oh, nice. Aber ich habe den anderen Raum nicht verstanden. Der danach kommt. Gefällt mir ja gar nicht. So, das gefällt mir schon eher. Das nicht. Soll ich auf den Springboards draufbleiben? Weil da werden die Blöcke rot. Aber reicht der Sprung dann aus? Es wirkt nicht so, ne? Nee, so machen wir das. Machen wir so. Ah, das würde... Ich muss es mal kurz testen, sorry. Wenn ich hier stehen würde, na, das kann ich ja tun, ich kann ja von hier aus werfen, dann würde hier nichts passieren. Komme ich von hier aus sicher darüber? Ja, okay. Dann muss ich da kein Risiko eingehen. So, was muss ich jetzt hier machen? Ach so, der kommt zurück und dann gehe ich mit dem darüber. Alles klar. Verstanden. Ergibt natürlich auch Sinn. Das Problem ist halt, dass wir haufenweise Zeit verlieren, dass wir immer wieder alles neu spielen müssen. Und ich dann nur ganz kurz einen Moment habe, um die neue Stelle zu proben. Oh mein Gott! Und das macht das natürlich sehr... sehr... nimm, komm mit. Mann. Nicht so. Not like this. Ach, jetzt. Ach, sowas hasse ich ja, wenn ich solche Fehler mache. Das ist so unnötig. Das ist so komplett unnötig.
So. Können wir den Sprung jetzt bitte hier nicht ver... Oh mein Gott, ich habe ihn verhauen. Ich komm. Ah, nee, die Stelle ist kacke. Entschuldigung. Frank, warum? Du hast irgendwie so einen Stil entwickelt, dass hintere Teile von Leveln einfach... Oh! Einfach gemeine Stellen haben. Also gemeiner als früher. Warum? Antworte mir. Auch wenn du mich nicht hörst. Weil du gar nicht meine Sprache... Oh! Weil du gar nicht meine Sprache sprichst, weil du... Ich glaube, du bist Franzose, Frank, ne? Ja, Frank, bist du Franzose? Ich glaube, das ist die französische. Ach komm schon, hör doch auf. Ich will hinten die Stelle spielen. Die müssen wir üben, nicht die hier. Ich muss ja... Das Problem ist, dieses Ding in der Luft zu stoppen. Es ist so unangenehm. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht kann es ja jemand bestätigen, der das selber spielt. So, und jetzt kann ich den in Ruhe hier werfen und habe hier einfach die Blöcke. Und dann komme ich mit dem Sprung einfach darüber. Okay. So ist es am angenehmsten. Da kann ich am wenigsten falsch machen. So. Ja, nein! Hasse alles. Ich hasse alles. Jetzt brauchen wir wieder 3 Versuche, bis wir da hinten nach hinten kommen. Oder 4 oder 5. Oh, das klappt halt sofort. Das ist auch okay. Wenn das konsistent werden würde, dann wäre ich ja zufrieden. Wenn das konsistent werden würde, dass wir da hinten hinkommen. Oh Mann! Es ist so knapp die Zeit, bis er den Mist hochhebt, bis ich da drauf lande, dann rutscht er auch noch so weg. Ah, oh, dieses Ding ist so blöd zu steuern. Dieser blöde SMB2 Mario. Du bist so unangenehm zu steuern. Das glaubst du gar nicht. Nein! Ich muss doch nur drauf landen. Was ist denn jetzt wieder schiefgegangen? Immerhin kriegen wir das jetzt mittlerweile besser hin. Es ist noch nicht so zufriedenstellend. Es fühlt sich noch nicht konsistent an, aber wir kriegen es hin. Ich verschreie schon wieder, dass ich es gleich nicht mehr hinbekomme. Und dann fällt er wieder... Oh mein Gott, ich könnte ausrasten, ne? Der untere läuft weiter, ich heb das Viech gerade oben hoch und dann rutsche ich runter. Oh Mann. Jetzt... Und dann kommt noch diese Sprungbrettfrisik dazu, die ja sowieso Müll ist in Mario Maker. Also die ist und bleibt halt Müll, die Sprungbrettphysik. Weiß nicht, warum Nintendo die einfach nicht so gemacht hat wie im Original. Ich weiß es nicht. Überhaupt hat Nintendo die Physik ja anders gemacht als im Original. Das ist so irritierend. Böses Nintendo. So. Stopp, jetzt hebt das hoch und jetzt rutscht er. Kriege ich den Sprung wenigstens mal hin? Nein. Ich würde zumindest mal sehen wollen, was kommt. Ah, jetzt komme ich wieder nicht hin.
Oh, ich hasse diese Stelle. Salz, Salz, Salz. Überall Salz. Bin richtig salty schon wieder. Habt ihr gesehen, wie es eine nach vorne gedrückt hat? Kaum landet man auf dem Ding. Ich habe so wenig Möglichkeiten, das einzuüben. Wie ich das richtig steuern kann, wenn ich da drauf lande. Mein Gott! Jetzt springt er natürlich sofort hoch. Ich habe so wenig Möglichkeiten, das einzuüben, wie ich auf dem Ding ordentlich landen kann. Weil ich sofort runterfalle. Das ist doch Käse. Ja, dann nimm's halt nicht auf. Ist in Ordnung. Ha. Danke. Wir kommen mal wieder nach hinten. Das ist doch schon mal was. Und da muss ich dann noch... Oh, er drückt mich halt sofort weiter. Das ist das Problem. Ich will eigentlich sofort abspringen. Aber wenn ich sofort abspringe... Dann bin ich nicht weit genug, hat man gerade gesehen. Ich darf also nicht sofort abspringen. Ich muss aber auf dem Ding landen, sonst falle ich runter. Warum ist das denn so dumm? Es ist so schwierig, auf den Dingern vernünftig zu landen. Mit diesem Pilz. Können wir endlich... Okay, wir kommen zumindest mal hier rüber. So, was müsste ich jetzt hier tun? Ich müsste den nehmen. Oh mein Gott. Dann muss ich den darüber pfeffern und dann muss ich auf dem Ding landen. Und zwar so, dass ich in die Tür reinkomme. Oh mein... Ich sag das ungern, aber es gefällt mir gar nicht. Ich könnte wahrscheinlich mich treffen lassen, aber ich fürchte, er hat es so gebaut, dass man das nächste nur erreicht, wenn man mit SMB2-Pilz da durchgeht. So, durch die Tür könnte ich kommen, indem ich getroffen werde. Das würde funktionieren. Weil wenn das Ding weiterfährt, kann ich trotzdem drauf. Nee, kann ich nicht. Nee, ist Quatsch. Der fliegt ja nicht. Das geht nur bei den Flugdingern. Na, so geht's halt eh nicht. Oh, dang it. Das Problem ist jetzt halt, ich schaff's ja nicht mal auf dem Großen zu landen. Wie soll ich das denn ordentlich timen, auf dem Kleinen zu landen? Der einzige Vorteil, den ich habe,
ist, dass es an der Stelle nicht mehr scrollt und ich Zeit habe, das ordentlich einzugehen. Ich habe da keine Hektik, so wie hier. Hier habe ich halt enorme... Oh mein Gott! Hier habe ich halt enorme Hektik. Und dann muss man immer wieder bedenken, dass Frank, um dieses Level hochladen zu können, das alles am Stück spielen musste. Weil man ja Nintendo-technisch keinen Checkpoint verwenden darf, um einmal sein Level hochzuladen. Und er hat das geschafft. Er hat das hier am Stück gespielt. Warum sind Menschen so krass? Gott will auch. So. Wahrscheinlich einfach zu viel Zeit oder so. Keine Ahnung. Yes! Wir sind einmal drüben. Jetzt nicht den Pilz hier verhauen. So, und einmal losschießen. So, und jetzt, wie gesagt, ist das Problem, da drauf zu landen. Oh, Junge. Ich kann's nur versauen. Ja. Ich kann halt jetzt leider nicht. Ah. Ah, okay, aber wir waren einmal drüben. Die Frage ist halt jetzt, was kommt nach der Tür? Das ist halt die goldene Frage. Was kommt nach der Tür? Checkpoint. Okay. Zweimal hintereinander. Oh Gott, ich krieg gerade Gänsehaut. Ich muss mal kurz. Sonst kann ich nicht weiterspielen. Hilfe. Huf. So. Kann ich den irgendwie werfen, dass er langsamer ist? Das muss ich mal testen, weil jetzt ist er wieder recht schnell unterwegs. Oh yes! Wir haben die Tür. Was kommt jetzt? Nein! Der hat mich runtergezogen! Und das Ding ist, ich könnte sogar getroffen werden vorher, aber... Nee, kann ich nicht. Nee. Alles gut. Ich bin dumm. Und jetzt hat er mich weggezogen. Der hat mich weggezogen, dieser blöde... Oh mein Gott, ich müsste nur auf den Viechern da unten landen. Und dann komme ich in den nächsten Checkpoint. Ja, das kann ich jetzt eh schon knicken, weil der jetzt weg ist hier. Ja. Oh, ich habe eigentlich jetzt schon keine Lust mehr. Das kommt halt dann noch der dritte Teil von dem Level. Und wenn er hier schon so gemein ist, mit dem Drauflanden auf den Viechern, das ist so unangenehm zu steuern. Das ist so unangenehm zu steuern einfach. Ich meine, wir kriegen es jetzt mittlerweile hier hin, aber jetzt muss ich das hier wieder schaffen. Das ist ja komplett, ich bin ja komplett lost. Oh mein Gott! Nein! Das ist komplett meiner gewesen. Oh. Kribbelt einfach alles. Es ist so unangenehm, gerade zu spielen. Hüppa!
Okay, wir kommen hier mittlerweile immer wieder rüber. Und es kribbelt schon wieder alles. Ich hasse es. Oh Gott, hör auf zu kribbeln. So, wie habe ich das getimt? Ungefähr, wenn er ganz rechts war, bin ich gesprungen, ne? Mist. Mist. Geh da durch. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Mit einem Peach-Jump könnte man es machen, aber ob man es mit einem Shell-Jump machen kann, weiß ich gar nicht. Ob man da die Tür aktivieren kann. Wahrscheinlich nicht. Aber wir kommen mittlerweile tatsächlich immer öfter dahin. Das ist schon crazy. Ja, mittlerweile habe ich das hier raus. Uff. Und wie gesagt, hier ist zum Glück kein Stress. Man kann hier abwarten. Nein, ich bin abgerutscht, aber ich hätte es haben können. Nee, okay. Entweder ich habe es jetzt nicht richtig getimed oder man kommt nicht durch die Tür. Mit einem Shell-Jump. Uff, Mann, uff. Ist das belastend alles hier. Aber, wie gesagt, die Stelle kriegen wir plötzlich hin. Also das haut hin, ne? Na, ich war doch drauf! Ich hab doch sogar... Ich hasse diesen Pilz. Ich hasse diesen Pilz. Ich hasse diesen Pilz nicht, aber gerade hasse ich diesen Pilz. Aber es ist auf jeden Fall eine neue mathematische Gleichung, die wir hier entdecken. Auf Shells landen plus SMB2-Pilz ist gleich Salz. Und zwar richtig viel Salz. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie viel Salz hier gerade produziert wird. Ich muss auch gleich einen neuen Tisch produzieren, wenn ich den hier gleich kaputt haue. Ups. Okay, diesmal stoppen wir den aber hier wieder. So. Okay. Yes. Also so ein bisschen getimt bekomme ich's. So, jetzt hier bitte einfach keinen Quatsch mehr machen. Ja? Nein! Was war das für... Das Problem ist, dass ich so aufgeregt werde in dem Moment. Dann kribbelt alles und dann bin ich so... komplett... Ja, das... Nur dann bin ich so... Dann kann ich nicht spielen, weil alles kribbelt. Oh mein Gott! Hör doch auf, hier zu verrecken, Mann. Sieh schon, wir machen hier eine Spezialstundenfolge heute draus. Ich will dieses Level schaffen. Wir spielen das Level jetzt so lange, ich muss das Level jetzt abschließen, sonst kriege ich die Krise. Wenn ich das Level nicht abschließe, kriege ich die Krise. Ich schließe das Level ab.
Es ist ja nicht so, dass wir es nicht schaffen könnten. Bisher haben wir ja, wir kommen ja bis zum... Theoretisch kommen wir ja bis zum Midway Point. Ich darf nur nicht versagen. Das ist alles. Ich darf nur nicht versagen. Das ist halt auch schon wieder so ein Level mit ewig langem Lernprozess, ne? Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will die Stelle hier nicht nochmal spielen müssen. Yes! Oh Gott, yes! So, wir gucken erstmal. Okay, ich muss die stoppen. Der darf nicht gedrückt werden. Okay, der darf nicht gedrückt werden. Das ist das Erste. Das heißt aber, ich kann den einfach mit dem erledigen. Und jetzt kann er den nicht mehr drücken. Wait. Jetzt mu... Wait. Ah, den letzten muss ich mitnehmen. Okay, also den trigger ich an. Den trigger ich auch an. Den trigger ich so an. Und dann springe ich hier drüber und werf den so los. Und dann... Okay, und dann muss ich den stoppen. Dann muss ich den gleichzeitig nochmal stoppen. Okay, soweit, so gut. Also den antriggern. So. Der geht einfach kaputt. Und der geht mit. Und wird dann von mir auf dem Weg hierher gestoppt. Ja, also anders gestoppt. Aber wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Jetzt hätte ich noch einen in der Hand und würde hier dagegen werfen. Okay. Okay, soweit sieht das bis hierher machbar aus. So. Das weg. Das kommt mit. Der Weg ist eigentlich auch weit genug, um den zu stoppen. Ja, 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 das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das muss jetzt ein bisschen eintrainieren, aber bisher ist es okay. Bisher ist der Abschnitt okay. Nichts, was ich nicht immer wieder neu spielen könnte. Das macht auch keine Probleme oder so auf einmal. Das ist okay. So, naja, okay. Fast. Wir waren fast drauf. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. So. Moment bin ich einfach nur froh, dass ich diesen verdammten zweiten Abschnitt weg habe. Das war schlimm. Ich weiß nicht, was hier noch kommt. Keine Ahnung. Vielleicht schimpfe ich gleich wieder. Aber im Moment ist der erste Teil vom dritten Abschnitt vollkommen okay. So, jetzt haben wir ihn gestoppt. Keine Ahnung, was die Dinger hier wollen. Ich werfe den einfach hier hin. Ich weiß nicht, was die sollten. Ich weiß es nicht. Den stoppe ich hier. Ja, das war nicht, was ich wollte. Dann stoppe ich den und dann nehme ich den hier mit. Und was kommt dann noch? Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, was die Spinies da sollten. Die sind ja... Entweder ich spiele irgendwas komplett falsch und sehe noch eine Schwierigkeit nicht, die noch kommt. Oder keine Ahnung. Die Spinies sind da halt einfach so zum Ablenken. Ach Mensch. Ach Mensch. Also das Schwierigste ist aktuell noch das Stoppen. Das ist aktuell noch das Schwierigste hier. Aber nichts, wo ich sage, das ist irgendwie zu unfair oder ich krieg's nicht hin. Das durch die Tür, das war echt. Ah, das war am widerlichsten. Das Stoppen hier ist okay, ich bin nur gerade zu blöd. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, ich habe genug Zeit, es ist auch nicht zu knapp. Das ist okay. Dieser zweite Abschnitt, das fing schon an, ne? Das fing schon an mit diesem blöden Sprung nach den... mit diesen Sprungbrettern. Go der Welt.
War ich Salty? Uff. So. Am besten ich nehme den genau hier in der Ecke hoch. Dann komme ich nämlich, lande ich auf dem da drauf auch. Okay. So. Ja, das habe ich gut geworfen. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass ich den nochmal stoppen muss, weil da kommt so ein langer Abschnitt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ganz, was die da von mir wollen. Ja, das war's nicht. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss den nochmal stoppen. Ich weiß es nicht. Weil warum kommt das sonst so ein langer Abschnitt? So, sehr schön. Das klappt mittlerweile ein bisschen besser. Also das kann ich... das kann ich eigentlich nicht versauen, wollte ich gerade sagen. Karma und so weiter, ne? Kennst du? So. Hops, okay. Hammer. Also wir gehen ein bisschen weiter vor. Wieso versaue ich das denn jetzt plötzlich? Warum? Ich muss doch das hintere Prüben, tolles Wort. Das, war's nicht. Yo! Wow, das war auch jetzt nicht so gut. Problem ist, ich krieg jetzt halt nicht... Nee, ich krieg jetzt nicht... Aber ich verstehe die Dinger nicht. Was für eine Bedeutung haben die hier? So, die tun ja nichts. Ich muss zweimal drüber springen. Aber bisher war alles, was er eingebaut hat, von Relevanz. Und die sind so komplett irrelevant. Also komm... Ja, tschüss. Oh, lol. Wer würde das drücken? Aber dann hätte ich nichts, um die hier hinten umzudrücken. Also das ist Quatsch. Das ist Quatsch. So. Aber wie gesagt, bisher ist das Schwierigste wirklich hier das Stoppen. Das versaue ich leider noch zu oft. Das kostet uns leider jetzt noch ein bisschen Zeit. Okay. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja mal wieder, den On-Off da hinten zu treffen. Danke. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, die anderen Male, ne? Weiß es wirklich nicht. So, vielleicht schaffe ich es jetzt auch mal, den hier zu treffen. Okay. Ja, und jetzt? Da kann ich aber nur drauf landen, da komme ich nicht... Okay, den kann ich wieder aufheben. Hä? Oh nein! Okay. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich lande schon auf dem, bevor er darunter segelt. Das sollte funktionieren. Ich lande schon auf dem, bevor er darunter segelt. Ich denke, dann muss ich nur noch hochspringen und nicht einen Doppelsprung machen. So wie es hier suggeriert wird. Ich glaube, das müsste gehen. Ich habe aber trotzdem halt nur einen Versuch für das ganze Spektakel. Uff. Uff. Und ich kann mir halt denken, dass nach der Röhre noch dann die letzte Challenge kommt. Checkpoint gibt es jetzt keinen mehr. Wir haben alle Checkpoints verbraucht. Ja, ein Level kann nicht mehr als zwei haben. Oder? Kann man über... Oder kann ich über die Subworld... Kann man über die Subworld nochmal mehr machen? Ah, da bin ich mir aber nicht so sicher. Wahrscheinlich... Was? Och, komm.
Oh, das ist ärgerlich. Oh, das war jetzt ärgerlich. Mist. Ach, Mist, ey. Jetzt bin ich in Gedanken halt wieder bei dem Sprung bei der Röhre. Weil der wird nicht schön. Das ist wieder so ein Sprung, den ich wieder üben muss. Wo ich wieder erst jedes Mal hinkommen muss. Ah. Bis dahin ist der dritte Teil okay, aber der letzte Sprung ist dann wieder so ein... Ich habe zu wenig Zeit, um ihn zu üben, Ding. Aber ich glaube wirklich, ich kann ganz gut auf dem Ding landen und dann mit dem eine Weile mitfahren. Na so nämlich. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Wenn ich ein bisschen gegensteuere, müsste ich mit dem Ding direkt mitfahren können. Ja, tschüss. Dann müsste ich mit dem Ding mitfahren können. So. Okay. Oh wait, ich kann es ja auch so machen. Das ist ja viel angenehmer. Hä? Okay. Gut. Jetzt haben wir eigentlich nur wieder den Sprung hier und dann sind wir schon an der Stelle, ne? Ja gut, dafür... So viel dazu. So viel dazu. Nur den Sprung. Schön erstmal versaut den Sprung. Ach, Mensch. Nein! Das ist so ärgerlich, dass ich den nicht hinkriege. Aber das ist natürlich deutlich angenehmer, das an der anderen Stelle dann nach links zu werfen, das Ding. Dann treffe ich den on-off sicher. Und, ja. Oha. Bisschen zu spät losgelassen, den Kollegen. Bisschen zu spät losgelassen. Das war jetzt wieder so ein Wegschubser, den ich einfach nicht wirklich steuerungstechnisch nachvollziehen kann. So, mal landet man vernünftig drauf und bleibt drauf stehen und mal wird man einfach weggezündet. Und mal gibt man dem Ding einfach nochmal den Maxi-Speed. Wie auch immer das wieder funktioniert. Kann man bestimmt in irgendwelchen Kaizo-Hacks ausnutzen, dass man die Dinger so maximal Geschwindigkeit zufügen kann. Das war ein deutscher Satz. Ja, ja. Oh, das war knapp. Aber es hat gepasst. So, hier einfach aufpassen, dass ich nicht von dem unteren getroffen werde. Hier nicht zu knapp werfen, dann ist alles in Ordnung. Ich habe hier genug Zeit. So, ich muss ja eh auf den Kollegen hier warten. Ich hatte gerade nicht genug Geschwindigkeit. Verdammt, ich habe das... Oh, Mann. Das völlig falsch eingeschätzt. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht gerannt. Das war jetzt wieder ein Sprung, den ich nicht nachvollziehen kann, aber von meiner Seite aus. Den habe ich einfach verbockt. Stoppt! Ich frage mich, ob man das anders spielen soll, aber ich wüsste nicht wie. Irgendwie. Wait, vielleicht weiß ich doch wie. Oh mein Gott!
Ja. Ja. Die Frage ist, oh, haut das hin? Passt mal auf. Der weg. Den nehme ich mit. Der zieht jetzt nach. Ah, das war natürlich Quatsch. Aber egal, der sollte eigentlich nach hinten ziehen. Ist jetzt egal. Ist jetzt nicht so gelaufen, wie es sollte. Ja, das jetzt sowieso nicht. Aber ich kann dafür. Oh, wenn das funktioniert, wäre das wild. Also jetzt kommt mein Trick 17. So, du gehst jetzt nach da. Und ich gehe so. Die Frage ist, kommt der schnell raus oder nicht? Nein, das passt. Oh mein Gott, das macht die Stelle so viel einfacher. Oh mein Gott. 500 IQ. So, Anlauf. Weiter. Okay. So, einfach auf dem Viech landen. Und in die Röhre. Oh mein Gott, ja. Was kommt jetzt? Ich habe ein bisschen Angst, ne? Das ist das Ziel! Life Goal. Ah, oh, was ein schlimmes Level. Nicht schlimm im Sinne von schlecht, aber halt ultra schwer und. Boah. Ich meine, die Quote sagt genug, ne? 0,72%. Alter. Ich habe halt mal wieder jetzt 50 Minuten investiert. Was sagen die Kommentare? Ja. Das könnte man dazu sagen. Kinderspiel, ja, schon recht. Boah. Boah. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.